kannst gern testen, das hören die Leute auch schon. Ja, ja. Ja. Mach heute die Saskia. Das ist, Saskia hat weniger Bart als du. Ja gut, ich kann mir ja noch ein Maske aus. Maske? Welche Maske? Genau. Ich kann die Maske jetzt abnehmen. Maske? Welche Maske? Hallöchen, wir haben einfach schon mal ohne euch angefangen, wie ihr merkt. Schön, dass ihr alle da seid. Am Wochenende hat Lukas endlich gelernt, wie der Stinger heißt. Und konnte mir das Lied kaufen. Na sowas. Und das, wo wir eigentlich gerade planen, den Stinger Stück für Stück zu ersetzen. Tja. Sowas. Herzlich willkommen hier beim Rollenspiel-Talk am Montag auf Lurch und Lama TV. Bei mich bei ist hier das Kriegen. Jo, Kriegen. Muss ich ja jetzt fast mit dem Hoodie auf. Ist ja hier voll Gangster. Boah, es ist so peinlich, was ich hier mache. Das ist hier das Shiraki-Ding. Ja, das ist ein Cthulhuider Würfel. Auf dem Beanie. Wie ich gehört habe, es ist ja ein Beanie. Ein Beanie, ja, ich wusste, bevor wir den Shop hatten, nicht, dass das ein Beanie ist. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Schön, dass du da bist, lieber Kriegen. Und schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema One-Shots. Also, wie macht man sie? Warum macht man sie? Wie funktionieren sie? Was ist das eigentlich? Und wie schmeckt es? All das sind Themen, über die wir heute reden. Kriegen, was ist für dich ein One-Shot? Fangen wir mal mit der Definition an. Also ich definiere One-Shot als ein Rollenspiel-Abenteuer, was an einem Abend durch ist, eigentlich. Mhm. Ist es nötig, dass es ein Abend so ist? Ja, weil dann ist es für mich eigentlich eher ein Two-Shot. Und zwar am Abend morgen. Das Problem ist, und das werden wir auch gleich irgendwie nochmal etwas erörtern, ist die Zeitplanung. Ne, man hat ja nur an einem Abend einen begrenzten Zeitraum. Ja. Und wenn man nicht durchkommt, braucht man einen zweiten Termin. Genau. Timing ist ein echt wichtiges Thema bei One-Shots. Ist es dir schon, ich meine, du bist ja einer der One-Shots-Profis bei uns, sag ich mal, weil wenn du was auf dem Lula-Discord anbietest, sind es eigentlich immer One-Shots. Ja. Du, hast du überhaupt schon mal eine Kampagne gespielt, geleitet? Hier? Oder bei Lula oder allgemein? Wieso generell? Generell. Generell. So. Ja, also also generell schon. Ich habe also, als ich noch im Verein gespielt habe, ein halbes Jahr lang, wir haben dann eben alle 14 Tage gespielt, freitags, ein halbes Jahr lang eine Cthulhu-Kampagne geleitet. Ich habe eine Mythos World-Kampagne geleitet. Ich habe Tales from the Loop geleitet, ein halbes Jahr lang. Das hat alles funktioniert. Und hier bei Lula in unserer Montagsrunde habe ich ein paar Abende Monster Hearts hinter mir. Mhm. Was machst du lieber? Also was ist so deine Komfortzone? Ja, das kommt immer darauf an. Vor allen Dingen kommt es auch auf die Mitspielenden an. Ne? Hast du Mitspielende, mit denen du super harmonierst, dann sind längere Dinge kein Problem. Dann wird es auch nicht langweilig, weil man sich auf die Leute verlassen kann. Mache ich was, ich sage jetzt mal, für Neuansteiger oder um neue Systeme auszuprobieren, dann sind One-Shots doch schöner. Ja? Ich habe mittlerweile auch das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich bei dem einen oder anderen One-Shot von einem System, was ich schon mal geleitet habe, auch wieder die gleichen Leute manchmal dabei habe, die halt nochmal das Gleiche spielen wollen mit einem neuen Abenteuer. Mhm. Gibt's auch. Spricht ja für dich als Spielleiter. ja, wenn Leute danach nicht sagen, das war schön und möchtest du nochmal? Oh! Ist auch gerade so. Oh, ruf ich mir nochmal. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich glaube, der Zug kommt gleich. Ich muss weg. Ich muss die Regenrinne sauber machen und mein Hund hat wieder Schmetterlinge gefressen. Mir persönlich
Also ich kann das, aber für mich ist es ein bisschen schwierig als Spielleiter, One-Shots zu leiten, die wirklich an einem Abend rum sind, weil ich so Spaß an meinen NSCs habe und dadurch Dinge dazu tendieren, länger zu werden. Lass uns doch mal schauen, beim Thema One-Shot gibt es ja, also ich denke, es gibt Rollenspiele, die für One-Shots besser geeignet sind und welche, die weniger gut geeignet sind. Welche Systeme oder was für eine Art Systeme findest du sind sehr one-shottig? Ja, im Endeffekt kann man alles als One-Shot spielen. Das ist allerdings eine Sache der Vorbereitung. Wenn ich jetzt ein System habe und möchte mit den Mitspielenden noch die Charaktere erstellen und habe dann sowas wie DSA oder Pathfinder oder Shadowrun oder was auch immer, dann ist der Abend vorbei, bevor ich den Charakter gebaut habe. In solchen Fällen müsste man dann halt mit vorgefertigten Charakteren arbeiten, dann funktioniert das auch wieder. Es gibt aber auch Systeme, wo die Charaktererschaffung halt Teil des Spiels ist oder des Erlebens ist. Beyond the Wall zum Beispiel, das ist so ein Ding, wo du am Anfang wirklich deinen Charakter aufbaust, das gehört einem dazu. Das ist auch dann ganz schwierig, da dann hinterher einen One-Shot rauszumachen, weil allein die Charakterentwicklung dann auch schon dauert. Da macht man dann einen Tag, einen Abend Charakterentwicklung und einen Abend das Abenteuer oder sowas. Also ich denke, alles, wo taktische Kämpfe eine große Rolle spielen, ob das jetzt eine Tickleiste ist oder ob das jetzt Hexenwürfel sind oder ob das jetzt irgendwelche Zonen sind mit halber Deckung, voller Deckung und so weiter und Entfernungsangaben auf einer Battlemap, alles, was irgendwie viel mit Taktik zusammenhängt, das zieht die Geschichte in die Länge, das würde ich ungern in One-Shots verorten. Also meine persönliche Meinung. Ich lasse Wobei mich wir gerne da an vom einem Gegenteil Punkt jetzt überzeugen. schon unterschiedlicher Meinung sind. Ich persönlich finde Hexen sehr, sehr One-Shot geeignet, weil ich finde, dass die Kämpfe relativ schnell gehen. Ja, okay. Ich werde es demnächst lernen. Wenn man sich einmal drauf einlässt, auf diese Würfel, muss man nichts rechnen, nichts machen, guckst einfach auf diese Würfel und die sagen dir sofort, was passiert ist. Aber Stimmt. da muss man sich mal erstmal dran gewöhnt haben, an diese völlig anderen Würfel. Hier haben wir jetzt schon einen guten Punkt. Du hast tatsächlich sogar schon zwei Punkte genannt, woran man erkennt, ob ein System sich gerne einem One-Shot hingibt oder nicht. Das eine ist die Komplexität der Charakterregeln. Je komplexer das ist, und da kann man, wie gesagt, hier Pathfinder, Shadowrun, DSA mal als drei von den Beispielen nennen. Die haben ja relativ komplexe Charakterregeln. Die sind schon grundsätzlich ein bisschen schwieriger für One-Shots und brauchen dementsprechend viel Arbeit der Spielleitung vor der eigentlichen Spielsitzung. Und es hilft auch, wenn die Spielenden die Regeln kennen. Denn Durchaus. ansonsten hast du halt so super komplexe Charaktere, die Spielleitung ewig lange sich hat einfallen lassen und du verstehst die Hälfte der Vokabeln nicht, die da draufstehen. Ne, das ist auch sehr schwierig. Das zweite ist die taktische Tiefe des Spiels. So, wenn ich bei DSA oder Shadowrun einen Kampf anfange, was nicht ein Kampf ist, ein Gegner auf der einen, die Gruppe auf der anderen Seite, das geht noch, aber ein bisschen größer, dann kann man davon ausgehen, dass er schon eine Stunde, anderthalb mit so einem Kampf gerne mal rumgeht. Wenn die Gruppe daran Spaß hat, wäre das der One-Shot. So, ne? Also kannst du natürlich machen. Kurze Einführung, Kampf, Loot aufteilen, war ein geiler Abend. Also, das funktioniert. Es gibt Leute, die das super finden.
Wobei wir dann da jetzt schon wieder bei dem Punkt wären, wie lange geht ein Das One-Shot? ist eine gute Frage. Du hast mir erzählt, du warst jetzt am Wochenende auf einer Rollenspielveranstaltung. Ihr habt Dragon Bane gespielt, habt wann um 11 angefangen und um ein Nee, um 14 Uhr. 14 Uhr und du warst um 1 Uhr nachts wieder zu Hause. Ja, mit rumfahren Ist noch. Mit U-Bahn und nach Auto, unserer aber. Definition muss in einer Spielesitzung durch sein, durchaus ein One-Shot, Genau. aber halt eher Waren. so ein 6, 7 Stunden One-Shot. Korrekt. Kommst du jetzt, also an einem Abend funktioniert das nicht. Also Nee, schon, aber schlecht, es ne? wird dann echt bis in die tiefe Nacht rein. Wie lang ist, fragen wir mal den Chat, ist ein One-Shot mit Überlänge. Wie lang ist für euch ein perfekter One-Shot? Also jetzt mal so Stundenzeit. Schreibt's mal in Stunden in den Chat. Ich habe mal 3 bis 4. Ich freue mich über mehr. Ungefähr 4 lese ich hier auch. 4 Stunden, nochmal 4 Stunden. Also Boah. 4 Stunden scheint so ein Ding zu sein. Vier So. bis 9 Stunden. Sehr schön. Lukas schreibt 4 bis 9 Stunden. Ja, Lukas. Ja, dann war nochmal. Also, aber auf 4 Stunden scheinen wir uns einigen zu können. Lustigerweise war früher, wenn wir Runden auf Conventions gemacht haben, 4 Stunden auf der Standard-Slot für einen Tisch. Wenn du hingegangen bist und gesagt hast, ich brauche einen Tisch zum Spielen, dann waren das meistens 4 Stunden-Slots. Jo, Trifft das also stimmt. ziemlich gut. Ich habe gerade schon vorhin gelesen, genau, Geilkor schreibt, er oder sie kann keine Geschichte erzählen unter 5 Abenden. Ja, kommt auf die Geschichte an, ne? Das ist richtig und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Bei One-Shots haben wir ja immer so das Problem, wir wollen einerseits irgendwie eine Geschichte erzählen. Andererseits haben wir begrenzte Zeit. Und du hast gerade gesagt, kommt drauf an, welche Geschichte du erzählst. Was muss denn deiner Meinung nach eine Geschichte haben, damit sie One-Shot geeignet ist? Oder auch, wie rum du es aufziehen willst, ist mir wurscht. Was sollte sie auf keinen Fall haben? Also sie sollte eigentlich ein klar definiertes Ende haben, für mich, auf das ich Anführungszeichen hinarbeiten kann. Sollten die Mitspielenden einen anderen Weg gehen oder eine andere Lösung präferieren bei der Geschichte, die ich da erzählen will, sollte ich noch ein oder zwei alternative Enden in der Hinterhand haben, um die entsprechend aus dem Hut zu ziehen. Und ich muss halt in der Lage sein, ich sag mal, die Zeit, wenn sie mir wegläuft, in irgendeiner Art und Weise zu strecken. Ich sag mal, wenn ich eine Reise habe von A nach B, das ist jetzt egal, ob das jetzt Mythos World ist oder irgendwie ein Fantasy-Abenteuer von A nach B, die muss ja nicht komplett ausgespielt werden. Ne? Dann reist man los und dann ist man da und es passiert halt nichts auf der Reise oder sowas. Ne? Dann lasse ich halt den Encounter weg, den ich mir auf dem Weg habe einfallen lassen. Und ich sehe, aha, die Zeit geht mir verloren. Und es sollte auch so sein, wenn es um irgendwelche Rätsel geht, die aufgedeckt werden müssen, dass die nicht zu kompliziert sind. Dass die Mitspielenden relativ schnell auf eine Lösung kommen und nicht also 2 Stunden so, was denn jetzt und müssen wir das noch holen und hier und da und da müssen wir auch noch hin und so. Es hört sich jetzt doof an, ist auch eigentlich nicht so gemeint, aber die Story muss relativ simpel gestrickt sein, damit ich die in der entsprechenden Zeit durchkriege. Ne? Wie, also was haben wir jetzt? Wir haben eine recht, also eine einfach umrissene Story sollte das Ganze haben, nicht zu komplex. Und man sollte Szenen haben,
die man entweder in lang oder in kurz spielen kann. Also so wie du gerade gesagt hast, die Überlandreise, kann man sagen, ihr sitzt im Zug, ist total rampelig, so und so sieht's aus. 4 Stunden später kommt ihr an. So, dann hat man 1 bis 2 Sätze und hat die Zugreise geschafft. Oder man lässt bei der Zugreise Zeit für Charakterspiel, man bringt den ein oder anderen NSC rein und plötzlich kann die Zugreise eine Dreiviertelstunde lang sein. Das Genau. ist schon ein ziemlich wichtiger Punkt. Kai schreibt gerade noch was, was ich auch gerne noch mit reinpacken würde. Ein begrenzter Handlungsraum. Also, Ja. dass du nicht so ein komplettes Open Space machst, wo die Leute sonst wohin laufen können, sondern ein Closed Setting hast. Das spielt in einer alten Villa oder in einem Dungeon oder in einem winzig kleinen Dorf, nicht in einer riesengroßen Großstadt. Ne? Also auf jeden Fall Closed Room. Perfekter One-Shot, habe ich mal mit Shiraki als Spielleiterin gespielt, hat in einem U-Boot gespielt. Zum Da Beispiel. kannst du jetzt auch nicht wirklich weit weg und auf Wanderschaft gehen, stundenlang. Ja, können schon. Ist nur schlecht für die anderen, ne? Ja, aber selbst das ist schwierig, aber in so einem Closed Setting ist es schwierig, weil du bist ja räumlich nicht weit von den anderen weg. Das Closed Setting hat noch eine, wie sag mal, für One-Shots wichtige Funktion. Es treibt dich. Ne? Wenn irgendwas ist, du bist zum Beispiel in dieser alten Villa und ne, du willst irgendwas rausfinden oder du musst irgendwas bekämpfen und bist in dieser Villa. Und ne, das, was da drin ist, das jagt dich, treibt dich und du kommst nicht raus. Also du gerätst unter Druck. Das ist schon, Da, da, ja. da sind wir tatsächlich schon beim nächsten Punkt. Ist für einen One-Shot eine Pull- oder eine Push-Strategie besser in der Geschichte? Du hast jetzt gesagt, etwas treibt dich. Das ist ja eine klassische Push-Strategie. Kenne ich sehr häufig aus One-Shots. Also das Dschungelcamp, was ich bei dir gespielt habe, ist Push. Ups. Ne? Also das ist wirklich, das ist Push, etwas passiert und du reagierst. Es ist nicht so, dass du da groß über Charaktermotivation nachdenken musst. Es ist völlig klar, handeln oder sterben. So. Ist natürlich, gibt einem ein Push-Szenario als Spielleiter mehr in die Hand. Du kannst die Charaktere und die Spieler immer in die Richtung treiben, wo du sie haben willst. Während das mit einer Pull-Strategie funktioniert, aber schwieriger ist. Ich stelle mir gerade vor, wie das beim Wunsch funktionieren soll, weil ich denke gerade, wenn du über Pullen sprichst, ist ja auch viel Charakterspiel mit drin und Charakterspiel ist Zeit. Ja, naja, im Prinzip heißt das nur, wird die Handlung angetrieben von etwas, das die Charaktere wollen oder von etwas, das sie nicht wollen. Das ist der Unterschied zwischen Pull und Push. Ach so, Wenn man, du eine ach so, verstehe. Push-Strategie hast, ist der Ja, Antrieb alles klar, etwas, das die verstehe. Charaktere vermeiden. Sprich, aufgefressen zu werden zum Beispiel. Okay, verstehe. Eine Pull-Strategie wäre eine Schatzjagd zum Beispiel. Drei Gruppen sind auf der Suche nach einem Schatz. Und du musst schneller da sein als die anderen. Das wäre Alles klar. Pull. Da ist halt die Motivation, schneller am Ziel zu sein und nicht von etwas wegzukommen. Ich halte trotzdem das, was du gesagt hast, also das mit einem Push zu machen, für einfacher in einem One-Shot. Ja. Der Königsweg, finde ich, ist beides zu machen, sprich mit Pull anzufangen und dann in Push zu wechseln. Also du fängst an damit, dass die Charaktere eine Eigenmotivation haben, die dann in
dem Abend übernommen wird zu einem Ach du Kacke. Das sind spannende Dinge, finde ich. Kann man ganz gut machen. Was hältst du von Abenteuern für One-Shots, die in-game mehrere Tage dauern? Die in-game mehrere Tage dauern. Ja gut, dann bist du wieder bei dieser Geschichte wie gerade mit der Zugfahrt. Ne? Du kannst natürlich nicht jeden Tag ausspielen, genauso wie du dann hier diese ganze Zugfahrt nicht ausspielst. Da musst du also anfangen, irgendwelche Highlights zu setzen. Was passiert an dem einen Tag? Was passiert an dem anderen Tag? Wie kommen die Charaktere weiter mit dem, was sie da tun an diesen Tagen? Ist es vielleicht hilfreich, dass man sich vorher schon mal so ein paar Stichpunkte macht, was wann wie passieren kann? Und vor allen Dingen ist es so, wenn es über mehrere Tage geht, es ist ja nicht so, wenn die Charaktere nichts machen, macht die ganze Welt auch nichts. Ne? Die Welt läuft ja weiter. Ne? Mhm. Wenn es um irgendwelche Schurken geht, die machen ihre schurkischen Dinge weiter, was weiß ich, das Hochwasser steigt weiter, ja, das Monster schärft weiter seine Krallen im Keller und. Ne? Nur weil die Mitspielenden nichts tun, machen die anderen ja auch nichts. Ne? So, also das ist halt nicht so, es passiert halt was. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Heißt aber, geht, also man kann einen One-Shot-Abenteuer machen, aber es ist auf jeden Fall vorbereitungsträchtiger. Ja, definitiv, finde ich. Und den Spielenden muss klar sein, dass sowas wie, wir springen mal 2 Tage weiter, dass sowas in diesem One-Shot völlig in Ordnung ist. Weil wenn man Leute hat, die Lust haben, ihre Charaktere zu spielen, halte ich mehrere Ingame-Tage für Gift, was einen One-Shot angeht. Das ist so. Dann fühlen sich nämlich die Spielenden nicht wohl. Die haben dann das Gefühl, sie dürfen ihre Charaktere nicht spielen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben viele, viele erzähltechnische Begriffe eingeworfen, die wir als alte Hasen einfach so benutzen, die ich aber gerne erklären würde. Und zwar sowas wie Szene zum Beispiel. Mhm. Ich habe vor kurzem für die Patreons einen Text dazu rumgeschickt, wo es um Beats geht. Ein Begriff nicht nur in der Musik, sondern auch in der Erzähltechnik. Ein wichtiger Punkt dabei, ob eine Geschichte als spannend und gut empfunden wird, sind nämlich eben genau diese Beats. Wir machen das mal als Beispiel mit dem Push. Die Charaktere sind in einem Dorf, wo sie wissen, draußen ist irgendwie in den Wald, darfst du nachts nicht reingehen, weil es ist super gefährlich. Wer in den Wald geht, stirbt. So. Closed Setting. Dorf. So. Dieses Dorf wird angegriffen von Wölfen. Szene 1. 6 Wölfe rennen in das Dorf, greifen das Dorf an, die Charaktere kämpfen. Kampf gewonnen, Szene 1 vorbei. Die nächsten 6 Wölfe kommen in das Dorf, greifen die Charaktere an, es kommt zu einem Kampf. Sie besiegen die Wölfe. Kampf gewonnen. Danach kommen 6 weiße Wölfe in das Dorf. Du weißt, worauf ich hinaus will. Heißt, ich habe zwar im Prinzip einzelne Beats, nämlich Kampf 1, Kampf 2, Kampf 3. Trotzdem wird es, wenn du die Spieler ein paar Tage später fragst, in welchem Kampf ist denn was genau passiert, werden sie dir darauf sehr wahrscheinlich nicht antworten können. Weil alles zu so einem Einheitsbrei verschwimmt. So, wie kann man es anders machen? Und wie macht man eigentlich das Gleiche, aber doch anders? So, und wie ich es in dem Text geschrieben habe, ein Wolf kommt ins Dorf, bedroht die Schankfrau, die draußen ist, Wasser zu holen. Charaktere rennen raus, kämpfen gegen diesen Wolf. Ist relativ einfach. Sie sind die großen Helden, haben den Wolf besiegt.
Dann hören sie, wie 6 Wölfe sich von allen Richtungen nähern. Das Rudel dieses Wolfes kommt und greift die Charaktere an. Epischer Kampf, es wird immer größer. Sie können gerade eben noch dem Ganzen entkommen, weil es sind nur mal 6 Wölfe. Dann haben sie das Gefühl, sie haben gewonnen. Sie hören das Heulen eines einzelnen Wolfes. So kommt ein großer Werwolf ins Dorf rein, der ziemlich sauer ist, dass seine Wölfe umgebracht worden sind. Ich habe 3 Kämpfe mit Wolfskreaturen. Im Prinzip das gleiche wie beim ersten Mal. Nur unterscheiden sich die Beats voneinander. Ich habe Kampf gegen einen Wolf, wir sind die Helden. Kampf gegen 6 Wölfe, es ist halbwegs ausgeglichen. Werwolf kommt, große Herausforderung. Ich habe also eine Steigerung. Die Leute werden hinterher wissen, boah, beim Kampf gegen diesen Werwolf haben wir das und das gemacht. So ist das. Das heißt, wenn ihr sowas machen möchtet, auch in einem One-Shot, ihr habt eine begrenzte Anzahl von Szenen, die Platz haben an so einem Abend. So. Szenen dauern einfach ihre Zeit. Dann achtet darauf, dass sie sich abwechseln. Ich bringe jetzt noch einen weiteren Begriff rein. Das waren alles waren Upbeats, sogenannte. Also, welche, die die Spannung nach oben genommen haben. Ich fange hier an mit, wir sind in der Taverne und trinken ein Bier. Ein Wolf kommt, 6 Wölfe kommen, Werwolf kommt. Das heißt, ich habe 3 Upbeats hintereinander. Es wird noch ein Stück spannender und noch deutlicher für die Leute, wenn ich darauf achte, zwischen 2 Upbeats einen Downbeat reinzubringen. Es ist der eine Wolf da. Ich kämpfe gegen den Wolf. Also die Gruppe kämpft gegen den Wolf. Sie besiegen sie. Sie hören zwar noch das Geheule aus dem Wald, aber es wird erstmal gefeiert, ihr habt die Schankmaid gerettet. Yay, es gibt Bierchen. Sie sitzen da. Irgendein alter Mann aus dem Dorf erzählt, ja, ihr glaubt, ihr hättet gewonnen. Aber ihr habt noch gegen einen gesiegt. Ich hab's auch mal probiert. Guck, eine Hand fehlt. So, ne? Downbeat. Erzählgeschichte. Großes Geheul. Die Dorfbewohner kriegen Panik, die rennen raus. 6 Wölfe. Kampf gegen die 6 Wölfe. Und schon habe ich plötzlich eine Geschichte erzählt. Und nicht mehr nur steigernde Kämpfe. Wie sehr machst du dir, bevor du sowas machst, Gedanken über sowas? Ich habe relativ selten Kämpfe in meinen One-Shots, weil ich eher so nicht so der Kampfmensch bin. Aber für meine One-Shots mache ich mir schon ein paar Skitten von Szenen, die passieren können. Mit so 3, 4, 5 Begriffen. Was auch so ein bisschen mit Improvisation und vor allen Dingen mit den Systemen zusammenhängt, die ich leite, sowas wie Mythos World zum Beispiel. Da mache ich mir halt so ein paar Szenen und je nachdem, wie die Zeit ist und was die Mitspieler machen, dann ziehe ich die halt aus dem Ärmel. Und da ist es auch so, ich sag jetzt mal, ein Wolf, 6 Wölfe, Werwolf ist ja im Prinzip der Mob, die etwas besseren Schergen und der Boss. Kann man es ja mal so ausdrücken, ne? Und so eine Steigerung funktioniert auch bei allen anderen Szenarien. Ob das jetzt eine Cthulhu-Geschichte ist oder ob das jetzt ein Superhelden-Szenario ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, sowas wie Outgun-Krimi ist oder ein Thriller. Ne? Du hast immer irgendwie, was weiß ich, diese Steigerung da drin. Und ich sehe ja irgendwie, wo es drauf hinausläuft. Da kann man zum Beispiel die mittlere Steigerung weglassen, je nachdem, wie die Zeit wegläuft. Da mache ich mir schon so ein paar Notizen, klar. Meistens immer nur so halbe Seite oder sowas. Und das Coole daran ist, dass man es ja immer wieder verwenden kann für einen One-Shot. Ne? Also ich habe selten die gleichen Mitspielenden beim gleichen Abenteuer. Ne? Das kann man immer wieder neu machen. Das ist so ein sehr wichtigen Punkt gesagt, wenn ich... Ihr habt gerade gemerkt, im Prinzip kann ich dieses Ding mit den Wölfen, das muss jetzt nicht ein Kampf sein. Ne? Es kann auch, ihr macht eine
Supertalentsendung. Das erste ist die Vorrunde, das zweite ist das Viertelfinale, das dritte ist das Finale. Also im Prinzip geht es nur um die Steigerung. Wenn ihr Supertalent spielt in einem Rollenspiel, dann habt ihr im Prinzip drei Auftritte, aber die Auftritte bekommen mehr Risiko, weil die Leute, gegen die ihr antretet, besser werden, whatever. Ja, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Im Prinzip könnt ihr die drei Sachen so spielen, ohne die Downbeats dazwischen. Das heißt, bereits wenn ihr die erste Szene gespielt habt, seht ihr, wie ist die Zeit? Brauche ich die Downbeats noch? Beziehungsweise sollte ich sie lieber weglassen, damit ich das in der Zeit schaffe? Das ist der Vorteil von dieser, wenn ihr euch das in einzelne Szenen aufbaut. Noch besser ist natürlich das, was du gesagt hast, weil wenn du so einzelne Szenen hast mit drei, vier, fünf Stichworten, bist du ja noch variabler. Da ist ja die Reihenfolge auch nicht zwangsläufig wichtig. Du hast gesagt, bei den Systemen, die du spielst, welche Systeme denkst du denn, wir haben nämlich vorhin nur erzählt, was wir denken, was nicht so geeignet ist und kamen zu komplexe Charaktere und Regeln und taktische Tiefe. Was denn gut geeignet? Also was sind so klassische, gute One-Shot-Systeme? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, also es ist, dieses ist nicht One-Shot geeignet oder jenes ist nicht One-Shot geeignet. Du kannst auch, wie gesagt, mit komplexen Systemen One-Shots spielen. Wenn entweder, wenn du Neulinge dabei hast, brauchst du, wie gesagt, vorgefertigte Charaktere, die man mal erklärt, das und das und das können die, so und so gehen die Würfelproben, dann funktioniert das. Hast du aber alte Hasen dabei, die das System schon kennen, ne? Brauchst du diese ganze Erklärung nicht, dann kriegst du das Abenteuer auch in einem Abend durch oder vielleicht in zwei. Es ist klar, ich Also meine, ich kann mit einer es Bohrmaschine einen Kuchenteig rühren. Ist aber nicht dafür da. natürlich. So, also ich denke, wir müssen nicht erklären, dass grundsätzlich natürlich fast jedes Rollenspiel für einen One-Shot geeignet ist. Aber manche schreien danach und manche eben nicht. Ich sag dir, was ich denke, was eins ist, was wirklich, wirklich schlecht One-Shot geeignet ist. Vampire. Und zwar nicht wegen der Komplexität der Regeln, sondern weil Vampire den Reiz hat, dass die Charaktere eine bestimmte Charakterentwicklung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung durchmachen, dass langfristige Intrigen gemacht werden. Deswegen denke ich, ist Vampire wirklich, wirklich schlecht für One-Shots. Also das, was das System ausmacht, kommt dabei nicht rüber. So, und deswegen kommen wir wieder zurück. Was ist geeignet, deiner Meinung nach? Was ist geeignet? Ja gut, bevor ich jetzt hier mein Lieblingssystem auf den Tisch haue, also alles, was zum Beispiel mit Playbooks arbeitet. Weil ob das jetzt Mythos World oder Dungeon World ist oder Brindlewood Bay oder Monster Hearts, halte ich eher so So für One Mittel. Shot, ist so Mittel, genau. Aber da ist zum Beispiel so, dass durch die Playbooks ja schon eine gewisse Stimmung vorgegeben wird, wo das Abenteuer oder wo die Geschichte hin will. Ne? Das unterstützt mich als Spielleiter dann halt, Stimmung Hier kommt aufzubauen. gerade die Frage von Ne? Solid, was sind Playbooks? Was sind Playbooks? Ja, okay, ich habe ja hier mir schon mal mein Mythos World Buch hier hingelegt. Playbooks in diesem Fall sind quasi Charakterbaukästen, sagen wir es mal so. Ich habe hier halt zum Beispiel Schriftstellerin, ja, und habe dann darunter stehen, ich wähle einen Namen, ich wähle das Aussehen, ich wähle eine Leidenschaft, kann ich alles anhaken, ankreuzen und habe dann irgendwie nach 5 Minuten einen fertigen Charakter, der dann bestimmte Spielzüge, Berufsspielzüge jetzt hier bei Mythos World zum Beispiel hat, die nur er hat und die speziell auf diesen Charakter ausgelegt sind. Ne?
Also im Prinzip sind Ne, zum es Beispiel. extreme Schnellcharaktere. Aber mach mal ruhig bei dem Beispiel weiter. Bei einem Beispiel, die Schriftstellerin hat zum Beispiel einen Spielzug, der heißt, darüber habe ich geschrieben, du hast für deine Erzählung tausende Recherchen angestellt. Wenn du von einem Ort oder einer historischen Person hörst, kannst du die Spielleitung nach etwas Interessantem fragen, das du aus deinen Recherchen über diese Person oder diesen Ort bereits weißt. Ne? In diesem Fall habe ich dann halt diesen Spielzug und kann dann damit als Mitspielender arbeiten. Ich habe also etwas, was die Geschichte vorantreibt. Und das ist halt das, was ich an Playbooks total gut finde, weil sie halt schon so ein Charakterprofil abbilden. In ganz, ganz kurzen Worten, in ganz kurzen Sätzen Charakterprofil abbilden und sie sind unwahrscheinlich schnell gebastelt. Tatsächlich, also im Prinzip einzigartige Fertigkeiten, wo du auch vorher schon weißt, dass nur dieser Charakter sie hat. Die anderen haben diese Fähigkeiten nicht, außer mehrere Leute spielen ein Playbook. Das geht natürlich auch. Rate ich aber von ab. Man sollte die schon aufteilen. Die Playbooks kann man auch vergleichen mit Archetypen in anderen Rollenspielen. So, auch wenn es das nicht genau trifft, weil, wie Kring gerade so schön gesagt hat, das Playbook gibt durch die Fertigkeiten, die die Charaktere haben, ein bisschen die Art vor, wie der Charakter sich spielt. Dadurch, dass sie bestimmte Dinge können, wenn du einen Charakter hast, der besonders gut da drin ist, sich an Dinge zu erinnern, die er recherchiert hat, wie der Schriftsteller, den wir gerade hatten, dann wird es auch der sein, oder wenn du dir dieses Playbook aussuchst, der in erster Linie während des Abenteuers dafür zuständig ist, ah, da habe ich schon mal von gehört, das ist doch so und so, das ist so und so. Das heißt, man spielt auch eher so einen Buchwissen-Charakter. Genau. Und das ist das Vorteilhafte. Wir haben jetzt Mythos World, eins, das auch mit Playbooks arbeitet, was ich ja zurzeit in unserer Patreon-Staffel spiele, ist Batch Quest. Meiner Meinung nach perfekt für One-Shots geeignet, weil du da auch Charaktere sind, also die ganze Gruppe hat ihre Charaktere fertig in 15 bis 20 Minuten. Hast du die komplette Gruppe mit So war Charakteren das. versorgt und Ich habe nur die falsche Mütze auf heute. die, ich sag mal, Abenteuer oder Szenarien, die da drin sind, arbeiten auch tatsächlich genauso, dass sie sagen, das sind die einzelnen Beats, die du machen kannst. Das kommt am Anfang, das in der Mitte, das am Ende. Dazwischen kannst du noch diese Szenen einstreuen. Und so ist tatsächlich der Abend auch aufgebaut bei Batch Quest. Das ist ein Rollenspiel, das gemacht ist für One-Shots. Was ich finde, was auch noch sehr gut ist, wir haben ja schon über das Closed Set gesprochen, also möglichst enger Raum, ein Schiff, ein Haus, kleines Dorf, eine Lichtung, also irgendwas, was abgeschlossener Raum ist. Ich finde Closed Time auch sehr gut geeignet für One-Shots. Also, dass du weißt, zu Zeit X passiert Y. Und da muss auch klar sein, das Abenteuer ist dann vorbei. Also, das ist dann rum. Ja. Ich hab hier was, was ich gerne bei One-Shots am Ja. Tisch einsetze. Und da sage ich, ich weiß nicht, ob im Chat ist oder was, danke Jivinda für diese tolle Idee, Sanduhren Oh zu ja, sehr benutzen. schön. Sehr schön. Ne? Oh, die Klappe geht auf. Du hast jetzt, ups, oh, 1 Minute. Die Sanduhr läuft. Hurra. Das ist, Das ist geil. Das ist ein spannendes Element, das man einbauen kann, indem man, womit man den Spielenden klar macht, wenn diese Sanduhr durch ist, ist die Chance vorbei. Schade.
Wir haben ja damals unsere Shadowrun Multi-User-Runs gemacht. Und da war es ja unglaublich wichtig, weil du drei Gruppen hast, die gleichzeitig spielen, dass du auch zur gleichen Zeit an bestimmte Stellen kommst. So, und das mit einem System wie Shadowrun, was nicht dazu geeignet ist, sobald eine Gruppe anfängt zu kämpfen, kannst du die anderen zur Mittagspause schicken. Was wir da genutzt haben, was ihr auch nutzen könnt vielleicht, wenn ihr One-Shots macht, ist feste Queues setzen. Also Zeitpunkte, zu denen in der Welt etwas passiert. Viele Spielende neigen dazu, Dinge kaputt zu planen. Und ja, Okay. also die Charaktere reden ewig darüber, was sie tun könnten und was sie nicht tun könnten, was sie tun sollten, was sie tun nicht tun sollten, was dabei Ach so, passieren könnte. ja. Oder, oh nee, das können wir auch nicht machen. Das heißt, die reden stundenlang darüber, was sie tun könnten. Ja, aber in der Spielwelt vergeht keine Zeit in der Zeit, in der sie Und reden. das sollte man den Das. Leuten klar machen, dass das Ja. doch so ist. Also, dass das ja die Charaktere sind, die sich unterhalten, um zu planen. Und da vergeht Zeit in der Spielwelt. Und währenddessen tut die Opposition Dinge. Das ist ein schöner Sag mal. Mechanismus. Ja. Um Mitternacht geht die Bombe hoch. Ihr habt jetzt so lange geplant, es ist jetzt 14:15. Genau. Halleluja. Exakt. Ah! Exakt. Malkev, du musst ihn nicht vom Diskutieren wegbringen. Du musst ihnen nur klar machen, was passiert, wenn sie weiter diskutieren. Das In-Time-Zeit Genau, vergeht. weil wenn die Spieler als Charaktere eine Stunde lang am Tisch sitzen und darüber diskutieren, gehen wir jetzt in diesen Raum rein oder nicht? Haben die Charaktere eine Stunde da gesessen und darüber diskutiert, ob sie in den Raum reingehen oder nicht, um eine Geisel zu befreien? Das ist irgendwie doof. Dann wird die erste Geisel schon zur Vordertür rausgeworfen, zum Beispiel. Und die ist halt im 10. Stock. Also Zeitverbrauch, das ist generell ein wichtiger Punkt. Ursache-Wirkung. Da muss man bei One-Shots noch mehr drauf achten als bei anderen Abenteuern, weil bei anderen Abenteuern verspielt sich sowas. Aber ich denke, Ursache-Wirkung, ihr tut X, deswegen passiert Y. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich überlege gerade. Ja. Wir haben jetzt die Playbook-Spiele genannt, die gut sind für One-Shots. Generell sind natürlich Rollenspiele, die eher story-driven sind, ganz gut geeignet. Also welche, die Charakterspiel-Rollenspiele sind schwieriger. Kommt auch immer darauf an, was für Charaktere du spielst. Ich schmeiß da mal sowas wie Behind the Magic in den Raum, was eigentlich nur aus Charakterspiel besteht, ne? Und das unwahrscheinlich gut One-Shot geeignet ist. Wieso? Beschreib's uns mal. Ja gut, Behind the Magic, wer es noch nicht kennt, es ist ein spielleiterloses Spiel aus der kleinen Reihe von System Matters. Und man spielt eine inkompetente Heldengruppe, weil die Guten waren leider nicht verfügbar, die zusammen eine Aufgabe lösen müssen. Diese Aufgabe wird von der ganzen Gruppe definiert. Die Gefahr, die bekämpft werden muss, wird von der ganzen Gruppe definiert. Und dann zieht halt diese Heldengruppe los durch insgesamt drei Szenarien, quasi der Aufbruch, die Reise und das Finale. Und diese Heldengruppe wird begleitet von einer Bardin. Und diese Bardin macht im Prinzip mit diesen Helden eine Pseudo-Mockumentary. Das heißt, die interviewt die einzelnen Helden. Ne? Na, was machst du mit dem
Schatz, wenn ihr den findet? Und was glaubst du, ob da ein Kollege hier, der einfältige Bauer, ob der das überlebt am Ende? Und die führt dann halt zwischendurch Interviews. Und diese Rolle der Bardin wechselt auch, weil, wie gesagt, ist spielleiterlos. Jeder ist mal Bardin und interviewt jemand anders. Und das funktioniert nur, indem die Mitspielenden ihre Charaktere ausspielen. Auch cool dabei, der Blick zum Bösewicht ist auch sehr, sehr, wird sehr gerne genommen. Dann wird der Bösewicht halt gespielt mit seinen Schergen. Ich werde sie alle umbringen. Und ja, und so entsteht quasi ein Dokumentarfilm, ein Pseudodokumentarfilm bis zum bösen oder guten Ende, was dann auch ausgewürfelt wird. Und das funktioniert, also du würfelst wenig und es funktioniert halt nur, dass die Charaktere ihre Figur spielen. Geht, Okay, sehr, funktioniert. ich habe es noch nicht gespielt, deswegen danke, danke für die Beschreibung. Es klingt sehr witzig, auf jeden Fall. Ja, das ist so mein Witzstyle. Also das ist, es ist sehr witzig. Ich glaube, Jocke hatte ich schon ein paar Mal dabei, der ist halt, der macht das total gut. Kanivell hat auch schon zweimal mitgespielt, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Also das ist so ein Ding, das kann man mal so zwischendurch als One-Shot so reinschmeißen. Bedarf kaum Vorbereitung. Wenn einer sagt, okay, ich kann heute nicht leiten, dann kann man das machen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wenn man komplexere Spiele hat, achtet darauf, dass ihr Fertigcharaktere habt. Wird sogar noch einen Punkt hinausgeben. Nicht nur von den Werten her, sondern Fertigcharaktere mit Geschichte. Also mit einem, mit einer Motivation, mit der ist übrigens so und so. Und dann baut die direkt so, dass sie zur Geschichte passen. Ja, also baut die Charaktere so, dass sie in das Abenteuer passen, das ihr spielen wollt. Genau. Und gegebenenfalls noch so ein kleines Sheet an die Mitspielenden ausgeben, wo die Regeln noch mal irgendwie ein bisschen in Kurzform Auch draufstehen. ein sehr guter Tipp. Wenn ihr den Leuten mehr Freiheit, was die Charaktere angeht, geben wollt, sucht euch eines der Systeme aus, was ein sehr einfaches Baukastensystem hat. Dafür, wie wir es gesagt haben, eignen sich sehr, sehr gut die Playbook-Systeme. Also, wo die Charakterklasse nicht nur aus sowas besteht wie, das ist der Jäger und das ist der Krieger, sondern deutlich mehr ausdefiniert sind und deutlich mehr an die Hand geben für den Spieler, was den Charakter angeht. Vielleicht auch Spiele machen, wo das Charaktermachen Teil der Spielerfahrung und des Spielspaßes sind. Wie Batch Quest bringe ich jetzt wieder rein, wo wir echt viel Spaß dran hatten, die Charaktere auszuwürfeln. Ja, ich halte das noch mal hoch. Electric Bastion denn? Electric Excellent. Funktioniert nur, indem man vorher die Charaktere baut. Dann achtet darauf, dass ihr den Raum, in dem das Abenteuer stattfindet, nicht zu groß macht. Also macht nicht. Das ist in New York oder in den USA. So. Oder in Aventurien. Ja. Sondern geht halt hin. Genau. Brooklyn. Und da am besten eine Etage in einem Hotel. Das wäre noch besser. So. Von mir aus auch ein Hotelzimmer. Ein Nachtclub. So, auf jeden Fall ein Ort, an dem das alles stattfindet. Was mich darauf bringt, dass Fiasco noch ein perfektes One-Shot-Rollenspiel ist. Weil auch das ein. Habe ich schon. Hast du schon mal gespielt? Nee, habe ich ein bisschen nur von Oh, es gehört. ist großes Kino. Müssen wir spielen zusammen. Na gut. Ja. Dann Closed Timing ist wichtig. Das heißt, so ein One-Shot Abenteuer sollte einen vordefinierten In-Game-Endpunkt haben.
Also ein Punkt, an dem es definitiv vorbei ist. An dem einem klar ist, das Ritual des Schwarzmagiers ist vorbei, und zwar entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich, aber es ist vorbei. Vorbei. So. Die Lottoziehung ist rum und man kann nicht mehr die Zahlen manipulieren. Der Atomreaktor geht hoch oder also whatsoever. Also auf jeden Fall gibt es einen festen Endpunkt. Und der ist nicht in 3 Wochen, sondern in Jetzt. 3 bis 4 Stunden. So. Es gibt einen Handlungsdruck. Je weiter das wegliegt, desto mehr haben die Spieler das Gefühl zu sagen, ja, wir machen aber vorher noch mal die und die Recherche. Und Ja, das zieht sich. kostet So. dich jetzt Zeit. In der Ja. Zeit läuft die Uhr weiter. Ja, aber wenn, wie gesagt, wenn das Abenteuer, wenn man sagt, es in 3 Wochen ist Stichpunkt, dann kann man schon Jo. mal 5 bis 6 Stunden mit dem Ausspielen eines Tages verbringen. Und dann war das der One-Shot. Gut. Close Setting, Close Timing. Achtet auf die Beats, damit es nicht, damit es spannend ist. Baut euch vorher Beats, wo ihr wisst, die kann ich ausspielen oder beschreiben. Sowas, was Krängen gesagt hat mit der Zugfahrt, eine Wanderung, einstündige Tanzperformance. Also es kann ja, ich versuche mir gerade Dinge einfallen zu lassen. Es muss ja, Ja, es eine kann sonst Kochshow. was. Eine Kochshow. So, ja. Die kann man beschreiben oder ausspielen. Und damit die Zeit anpassen. Mir fällt gerade noch was ein zum Thema Ausspielen. Ja. NSCs sollten eindeutig wiedererkennbar sein. Ja. Nicht nur das, und das ist mein großes Problem, wenn ich One-Shots leite, sie sollten einfach sein. Also sie sollten nicht mega komplex sein, sondern schlicht. Lasst Du die meinst jetzt Klischees vom, folgen. genau, Klischees und vom Hintergrund meinst du auch, ne? Ja. Ja, ich hab nämlich jetzt wieder mir ein offizielles Cthulhu-Abenteuer zugelegt. Da ist eine Seite lang beschrieben, wie die an das Ritual gekommen sind, was die alles gemacht haben, die Familie, um die es da geht, bla bla. Eine Seite, und ganz unten drunter steht dann: Diese Informationen bekommen ihre Investigatoren nur, wenn sie Cthulhu-Mythos auf mindestens 25% haben. Wozu brauche ich diese Seite? Kann ich auch anders haben. Ja, das ist richtig. Also nicht mega komplex bei One-Shots. Verschlungen oder verstrickt oder so. Wenn ihr euch fragt, ah, ist das zu so kompliziert? Ich gebe einen Tipp, ja. Also schon, wenn ihr euch die Frage stellt, ob es zu kompliziert ist, ist das ein Zeichen dafür, dass es genau das ist. Also jedes Mal, wenn ihr das denkt, macht's einfacher. Lass die Spieler spielen. So, gerade in einem One-Shot ist das wichtig, dass die Spieler ihre Zeit haben. Es gibt so einen schönen Satz, der oft in Powered by the Apocalypse Büchern drin steht: Sei Fan der Spieler oder sei Fan der Charaktere. Ist auch wichtig. Beim One-Shot nie versuchen, seine eigene Story auf Biegen und Brechen durchzudrücken. Nicht gut. Floating Teaspoon sagt gerade, und wenn er immer denkt, dass es alles viel zu einfach ist. Denkst du das nur? Richtig. Ist es nicht. Also in den allerseltensten Fällen ist das wirklich alles viel zu einfach. Es ist ein One-Shot. Das Ding ist in 3, 4 Stunden durch. Jede komplizierte Abbiegung, Abzweigung in der Richtung
führt dazu, dass es schwieriger wird, diese 3 bis 4 Stunden einzuhalten. Ja. Also mach dir nicht den Kopf. Das Klischee ist einfach. Von mir aus nimm einen Klischeebruch rein. Ja, wenn du spielst Rotkäppchen nach und am Ende merken alle, dass Der Wolf Rotkäppchen, egal ist. ja, und das Rotkäppchen ist eine fiese Schwarzmagierin, die Wolfskrallen für ihr Ritual braucht. So, ja, dann ist alles in Ordnung. Aber mach das dann nicht so, dass Rotkäppchen sich 25 Mal in der Geschichte verändert. Und dass man erst noch zu Schloss Mückelstein fahren muss, um da zu lernen, dass die rote Kapuze ein Zeichen dafür ist, dass man zum Hexenorden der Quercu-Oberts gehört. So, lass das weg. Keep it straight and simple ist wichtig. Nicht Notfalls weiß die Oma das. genau. Es muss knallen, muss es. Also One-Shots müssen smooth durchgehen, nicht zu viele Ecken, um die man denken muss. Es darf in einem One-Shot einen Twist geben. Und wirklich nur einen. Keinen zweiten. Es gibt einen fucking Twist. Alles andere verwirrt in der kurzen Zeit nur. Gucken wir mal. Blade Carton schreibt: Ich finde bei One-Shots lange Systeme bzw. Welterklärung problematisch. Habt ihr eine Idee, wie lang für die Einführung verwendet werden soll? Ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Sprich, wenn ihr DSA für einen One-Shot braucht, erklärt nur das, was für den One-Shot wichtig ist. Und zwar nur das. Genau. Man Wenn braucht keine Götterbeziehungen, notfalls. ein Rondra-Geweihte die Rolle spielt und der Wichtige ist, dann sagt, es gibt 12 Götter. Eins davon ist Rondra, die Göttin des Krieges. Das sind ihre Werte. Go for it. Dann musst du nicht wissen, dass Peraine für die Heilung ist und Travia für den Ackerbau. Nee, andersrum. Peraine für Ackerbau und Heilung und Travia für Kochen. Das ist wurscht. Das ist total egal. Es spielt keine Rolle für diesen One-Shot. Genau, und wenn keine Also. Borbardianer auftauchen, brauchen die auch nicht wissen, wer Borbard ist. So, ums. Eben. Brauchst du nicht. Wenn kein Drachen drin vorkommt, musst du den Leuten nicht erklären, dass Drachen selten sind. Erkläre das, was für dieses Abenteuer notwendig ist und nicht mehr. Malkiv sagt, du kannst die Sachen auch erklären, sobald sie wichtig werden. Das ist auch ein Punkt. Du kannst die einfach mal losspielen lassen, dann taucht der Rondra-Geweihte auf, erzählst, es erscheint ein Krieger mit Rüstung und er hat so eine rote Löwin auf weißem Grund. Ihr erkennt, dass das ein Rondra-Geweihter ist. Rondra ist dafür da. Danke, weiter geht's. So, so kann man auch die kompliziertesten Welten relativ einfach erklären, wenn man ein Closed Setting hat. Du spielst ja, wie gesagt, nicht in Gareth, wenn du ein Aventurien One-Shot machst. Und wenn du in Gareth spielst, spielst du auf einer Straße. Da musst du nur diese Straße erklären und nicht den Königspalast. Ich münze das mal, wenn wir bei DSA sind, münze ich das mal auf Havena um. Havena hat sehr schön ausdefinierte Stadtteile. Da kann man auch mal sagen, ich nehme mal einen Stadtteil da raus und spiele da. Genau. Ne, das funktioniert auch. Und dann ist wichtig, lass den Rest konsequent weg. Wenn die Genau. Spieler fragen, sagst du, kann ich dir gern hinterher erklären, spielt aber für dieses Abenteuer keine Rolle. Ist dir damit geholfen, Blade, mit der Erklärung? Wie gesagt, so viel wie nötig ist für das Abenteuer, so kurz wie nur irgendwie möglich ist. Ja, sprich.
Ich spreche. Deswegen mache ich gerne halt so One-Shots bei Mythos World. Das spielt quasi ja in der realen Welt. Da braucht man eigentlich kaum was erklären. Da sagt man nur, ich spiele in Berlin der 20er Jahre. Ne? Ja. Funktioniert. Benzin gibt es beim Apotheker und Autos fahren maximal 30 km/h. Halleluja. Das Ne? ist ein wichtiger Punkt. Arbeitet bei One-Shots mit Klischees. Oh, ja. Arbeitet damit. Wenn ihr sagt, da ist eine komplizierte Welt, die ich erklären muss, dann sagt ruhig, es muss nicht stimmen, aber wir spielen in Aventurien, das so ein bisschen so wie die Welt von Herr der Ringe. Punkt. Ist scheißegal, ob das wirklich den Inhalt trifft. Der Punkt ist, alle haben eine Idee. Wie sieht das aus? Wenn ihr sagt, ihr geht in die Kneipe, sagt, und ihr wisst, die Leute haben den Herr der Ringe gesehen, dann lasst die Kneipe so aussehen wie das tänzelnde Pony im Film. Und die Leute haben was vor Augen und ihr müsst gar nicht mehr erzählen. Also benutzt solche Klischees, um sehr, sehr schnell Bilder zu erzeugen. Statt ewig lange Erklärungen zu machen und zu Ja, erzählen, ist. auch bei NSCs. Wenn ich sage, der sieht aus wie Arnold Schwarzenegger, dann weiß jeder schon Bescheid, ne? Ganz genau so ist es. Also das ist auf jeden Fall bei One-Shots sehr, sehr hilfreich, schnell Dinge zu machen, wo die Leute schnell mit bonden, wo sie schnell drauf zugreifen können. Gut, ich hoffe und denke, damit haben wir den Leuten das Thema One-Shot gut näher gebracht. Gibt es denn noch Fragen? Ich meine, ich habe den Gibt's? Chat jetzt nicht offen, Ja, oder? ich schon. Chat Kröger, da ist er, Chat. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann stellt sie jetzt, auf dass wir sie euch beantworten tun. Tun wollen. Wir beantworten die, ob sie da die richtige Antwort ist, weiß ich nicht. Es sieht nicht so aus, es ist einigermaßen ruhig. Da kommt jetzt nicht, eine Frage habe ich noch. Es kommt Dankeschön. Bitteschön. Ja, gern geschehen. Dankeschön, lieber Krängen, dass du da warst und mit mir dieses Thema besprochen hast heute. Ich fand's spannend. Ich hoffe, dass ihr da draußen nützliche Dinge mitgenommen habt. Wenn dem so ist, dann empfiehlt uns gerne weiter. Erzählt anderen Menschen von Lurch und Lama und dass man hier solche Informationen bekommt. Und wenn ihr das gerade auf YouTube seht, dann abonniert den Kanal. So Daumen, Glocke, Dinge und Sachen, was man da alles so tut. Und Bim. wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal nach auf patreon.com/lurchundlama. Da kann man uns schon ab 3 € im Monat unterstützen. Verrückte Sache. Uns helft ihr damit sehr. Vielen Dank an alle Patreons. Regen, danke, dass du da warst. Ja. Danke, dass du mit mir dieses spannende Thema besprochen hast. Sehr gerne. Solid geht jetzt beruhigter in seinen One-Shot am Mittwoch. Wenn du bis dahin noch Fragen hast, Solid, schreib uns an. Ist aber nicht bei mir. Wer hat nach Playbook gefragt? War das Solid auch? Dann Das, schicke ich ihm gleich mal ich eins. glaube, es war Solid, der vorhin Ja? nach Playbooks gefragt hat. Ja, weil ich habe am Donnerstag habe ich wieder einen One-Shot hier bei Lurch und Lama mit Mythos World. Wir, also die Leute da draußen und wir und du vielleicht auch, sehen uns wieder morgen früh zu unserer Morning Show. Gemütliches Beisammensitzen beim Quatschen über verrückte Rollenspielprodukte, Ereignisse der Weltgeschichte, also keine aktuellen, sondern lang vergangene. Und Gott und die Welt. Bei Tee, Kaffee, Tee, Limo, was auch immer ihr wollt. Und am Mittwoch geht es dann weiter mit Teil 2 unseres Let's Plays zu Subversion, wo ja auch am Mittwoch das Crowdfunding dazu startet, ein
tolles Rollenspiel von lieben, lieben, lieben Menschen. Allein schon deswegen unterstützungswert, weil die ganzen Leute, die das machen, so unglaublich mit Herzblut da dran hängen. Bei Und Game on Tabletop, ne? Genau, auf Game on Tabletop findet ihr das Crowdfunding. Startet am Mittwoch, wir spielen am Mittwoch und feiern so ein bisschen den Start des Crowdfundings. Wirklich ein Spiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat in der ersten Session. Das ist dann schon diese Woche. Kriegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte sind wie immer: Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Ihr habt euch wohl, inshallah, liebt euch, spielt Spiele und seid gut zueinander. Wir bedanken uns bei Alantia Hafenheld, Max Schwarzes T-Shirt, Crazy App, Delenia, René K., Scarfi, Gorgsand, Ben Reilly, Rheinmehl, Dog, Whiteman, Hackelschorsch, Zemidis, Asrael, Dirt Operator, Lord Xavi, Xaxis, Big Bear, Naseweiß, Charlie Heather, Wunderwolf, Solid, Lukas Cunningham, Alessa Tornado, Sir Olli Bolli, Loki, Ivi, Phil, Edelkirschi, Suna Nyx, Totte, Giacomo, Torian, Romulus, Manikring, Versuvan, Helmut, Zocker, Cookie, Simoriel, Gordian, Skava, Kai, Revan, Ashavi, Terakles, Regenbogenkrieger, Minokun, Elfenspalter, Nimrod, Travidian, Verteidiger, Milka, Testiger, Tamir, Kirgam, Wels, Darokotis, Stormturtle, Moradion und Karadein. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum liest ihr diese Namen vor, sind unsere Patreons. Wenn ihr auch auf dieser Liste sein wollt, patreon.com/Lurch und Lama. Tschüss. Schönen Abend noch.